GZSZ Jasmin Tawil, schockierendes Video aufgetaucht. Irritierend ist vor allem die Perspektive der verwackelten Bilder, die offenbar aus liegender Position gefilmt sind. Dazu hört man die Stimme von Jasmin Tawil, 26, die mit den drei Katzen am Rinnstein spricht und auch sich selbst für Sekundenbruchteile ins Bild drückt. Ganz unten angekommen? Ja, wer ist denn da? Ja, wo sind wir denn? Fragt Jasmin an die Katzen gerichtet. Sie selbst scheint ganz unten angekommen und räumt ihre Lage inzwischen auch selber ein. Heute bin ich nicht mehr die erfolgreiche Schauspielerin aus Berlin. Nicht mehr die Frau vom Popsänger. Nicht mehr der Swap-Star, schreibt sie vor wenigen Tagen auf Instagram, findet hier aber noch die Kurve. Heute bin ich arm und doch so viel reicher und das ist erst der Anfang meiner Freiheit. Obdachlosigkeit statt Karriere. Freiheit oder Gefängnis? Das Pendel für Jasmin Tawil schlägt schon lange in die falsche Richtung. Nach dem Verlust ihres TV-Jobs und der gescheiterten Ehe mit Sänger Adel Tawil, 39, war Jasmin in die USA gegangen, um hier eine neue Karriere zu starten. Sie landete mittel- und schutzlos auf den Straßen Hawaiis. Erst Ende Juli wurde sie bei einem Überfall mit Pfefferspray verletzt und ihrer letzten Habseligkeiten beraubt. Er bringt mich oft zum Weinen. Wenn Jasmin Tawil sich heute über das soziale Netzwerk meldet, bleibt ein beunruhigendes Gefühl der Ratlosigkeit zurück. So meldet sie sich vor wenigen Stunden via Instagram mit einem Gespräch mit Steven Sommer siehe oben, der angeblich mit vielen Größen im Musikbusiness gearbeitet hat. Anschließend veröffentlicht Jasmin ein Plattencover von Trakik Artman und schrieb dazu, Steven Sommer weint den ganzen Song über und er bringt mich oft zum Weinen und nach der großen Freiheit klingt das nicht.